Hallo Pfeifen und Tabakfreunde, ich möchte mich ganz kurz mal bei euch melden, weil mir das gerade im Moment irgendwie gerade mal wichtig ist, weil ich hier einen schönen Moment erwischt habe. Es regnet nicht, es ist kühl, aber okay, man kann sich ja warm anziehen und dann kann man rausgehen, auf irgendeine schöne Bank sich setzen im Wald. So habe ich das jetzt gemacht. Das heißt, im Wald, ich sitze am Waldrand und kann hier unten in die Wiesen gucken, kann ich euch gleich zeigen noch das Bild. Und sich ein Pfeifchen mitnehmen. Meine Outdoor-Pfeife, Cesare Barontini Como C03 heißt sie. Habe ich schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Hervorragendes Pfeifchen. Da drin. Den HU Darkmoor. Was für ein Tabak für diese Tage, wenn es so ein bisschen kühler ist, überall nass ist, hinter mir der Waldboden nass ist und dir dieser leicht modrige, moorige Geruch entgegenkommt und du hast den dann auch noch in der Pfeife. Das ist einfach, das ist top, sensationell. Das wollte ich euch mitteilen. Also den Tabak, der ist ja unzählige Male vorgestellt worden von Leuten, die das wesentlich besser können als ich. Aber ich kann ihn trotzdem nur noch mal wärmstens empfehlen. Für die, die ihn noch nicht hatten oder die, die ihn hatten und haben aus den Augen verloren, kauft euch den Tabak. Der ist wirklich richtig gut für diese Tage. Gut, man muss ein bisschen tolerant sein. Das ist natürlich rauchiger Kentucky. Geräucherter Kentucky, über Feuer geräuchert, aber auch der Virginia, und die beiden geben sich gegenseitig immer so ein bisschen die Klinke in die Hand. Alles zusammen ist eine hervorragende harmonische Mischung, die kräftig ist, aber nicht unbedingt stark. Also von 5 Punkten vielleicht 3,5 bis 4, so um den Dreh rum. Also man kann das schon noch gut aushalten. Das ist auch die Obergrenze von dem, was ich so rauche, aber geschmacklich einfach ein Traum. Und kann ich euch nur empfehlen, weil dieser Genussmoment, den ich gerade hier habe, auf dieser Bank so schön ist. So, jetzt zeige ich euch noch, wo ich hier runter gucke. Die Straße da unten, beziehungsweise hier in das Tal. Noch ein paar letzte Sonnenstrahlen sind drüben zu sehen. Und dann verabschiede ich mich bei euch und wünsche euch jetzt schon mal vorgezogen ein richtig schönes, erholsames Wochenende und viel Freude in den nächsten Tagen. Danke euch. Tschüss. So, das ist mein Ausblick, wie versprochen. Nichts absolut Spektakuläres und trotzdem doch irgendwie schön. Gerade wenn die Sonne so ein bisschen noch da hinten über den Hügel kommt.